Was geht ab, meine Ring Life Gang? Schön, dass ihr wieder da seid, Freunde. Heute Nacht wurde leider das lang ersehnte Debüt von Roberto Soldic bei One Championship durch ein extrem krankes Knie ruiniert. Wir schauen uns mal kurz das Video dazu an, was da genau passiert ist. Bevor wir aber loslegen, gibt es mir erstmal 5 Sekunden Werbung für den besten Kampfsportshop der Welt. Wenn ihr demnächst Geld sparen möchtet bei Maiko von Kampfsportartikeln, checkt ab jetzt mal in die Videobeschreibung. Dort gibt es einen saftigen Rabattcode. Also wir haben jetzt hier natürlich in den rot-weißen Shorts Roberto Soldic. Auf der anderen Seite haben wir Murat Ramazanov. Nochmal kurz die Stats. Also Murat Ramazanov ungeschlagen, steht aktuell 11-0. Und bei Roberto Soldic waren das 20-3, wenn ich das jetzt nicht mehr, wenn ich das noch genau im Kopf habe. Also, lang ersehntes Debüt von Roberto Soldic bei One Championship gewesen. Wir haben einen richtig, richtig geilen Fight erwartet, aber dann ist was sehr Ekelhaftes passiert. Ja, man sieht am Anfang Roberto Soldic noch sehr vorsichtig, ne? Hier Ramazanov zeigt ein bisschen so diesen Level-Change. Faked hier schon ein bisschen und macht Roberto Soldic darauf aufmerksam, so okay, ey, pass auf. Versucht jetzt hier gerade eine Reaktion von Roberto Soldic zu bekommen, um zu analysieren, wie sein Bewegungsmuster ist, also wie er darauf reagiert, wenn er diese Takedown-Fakes zeigt. Jetzt wieder. Und jetzt zack, Auslage gewechselt und dann sofort nach dem Auslagenwechsel direkt in den Takedown gegangen, in den Single-Leg. Aber Soldic hat hier echt gut verteidigt und hat den Takedown auch echt gut genommen. Wenige Sekunden später, immer noch nicht großartig was passiert und wie man sieht, Roberto Soldic kontrolliert jetzt hier gerade noch das Handgelenk von Murat Ramazanov, damit er hier nicht großartig was machen kann. Hier, also man sieht ja, der blaue Handschuh, das ist der Handschuh von Murat Ramazanov, der rote Handschuh, das ist der von Roberto Soldic. Soldic kontrolliert hier sein Handgelenk, seine Hand, damit er ihn hier nicht umgreifen und ihn dann wieder zu Boden bringen kann und versucht sich hier gerade langsam wieder aufzurichten und jetzt müsst ihr aufpassen, weil jetzt wird es echt richtig eklig. Junge, habt ihr das gehört, wie das klatscht? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und jetzt schaut euch auch mal sofort das schmerzverzerrte Gesicht von Roberto Soldic hier an. Der klappt ja sofort zusammen, ne? Oh, meine Fresse, Junge, das klingt ehrlich so, als wäre da was geplatzt. Ich kann mir echt gar nicht gerade vorstellen, was er da für Schmerzen hatte. Man sieht auch, Murat Ramazanov hat direkt selber erkannt, so, oh, langt sich hier gerade an den Kopf und denkt sich, oh, fuck, scheiße, Mann. Der hat sofort realisiert, was da passiert ist, ne? Jetzt in dem anderen Video sieht man halt, also Soldic liegt da auch wirklich gefühlt eine Minute rum und kann sich fast gar nicht bewegen, hat da miese Schmerzen. Es sind gerade erstmal 2 Minuten in diesem Kampf vergangen. Jeder, der schon mal so einen leichten Treffer in die Eier bekommen hat, der weiß, wie das wehtut. Und jetzt stellt euch doch mal vor, da ist so ein 90 Kilogramm Typ, der euch ein mieses Knie direkt da in den Cup reingibt. Und ich habe an irgendwas im Nachhinein gehört, Roberto Soldic hat nicht diese Thai Cups aus Stahl angehabt, ne? Sondern er hatte irgendwie so aus so einem harten Schaumstoff oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau, wie jetzt sein Cup untenrum ausgeschaut hat, aber das ist kein Cup, der einen vernünftig schützt, ne? Und da kann man sich vorstellen, dass das Ding halt wirklich fast ohne Bremse direkt reingegangen ist, ne? Roberto Soldic lag da so gefühlt 1,5 Minuten da. Ramazanov hat sich dann noch ein bisschen drüber aufgeregt und hat so gemeint, so, hey, was ist denn jetzt? Let's go, ne? Lass uns weiterkämpfen. Aber Roberto Soldic hat das abgewunken, hat gesagt, ne, wir kämpfen nicht weiter. Da, und jetzt sieht man hier wieder, ey, let's go, let's go, let's go. Naja, also ich meine, schwierige, abgefuckte Situation gerade halt, ehrlich, ne? Was mich ein bisschen nur stört ist, man sieht jetzt im Internet überall Kommentare von wegen Roberto Soldic hat den leichten Ausweg aus diesem Kampf gesucht. Hatte keinen Bock mehr quasi, irgendwie hat gemerkt, okay, er wurde mit dem ersten Takedown sofort runtergebracht, hatte dann keinen Bock mehr und hat jetzt hier den leichten Ausweg aus dieser Situation gesucht. Also das denke ich auf gar keinen Fall. Ich meine, Roberto Soldic hat sich sehr gut gegen den ersten Takedown verteidigt, hat es schon eigentlich wieder geschafft, sich aufzurichten, war wieder fast im Stand zurück und dann kam auf einmal dieser miese Tritt in die Eier. So, jetzt gibt es halt natürlich, okay, kann sein, dass die Schmerzen nach, du kriegst ja normalerweise 5 Minuten Zeit. Natürlich kann es sein, dass die Schmerzen nach 5 Minuten weg sind und du eigentlich halbwegs vernünftig weiterkämpfen könntest. Das Problem ist nur, ähnlich wie zum Beispiel bei einem richtig, richtig harten Körpertreffer, auch wenn der Schmerz vielleicht dann nicht mehr so spürbar ist und weg ist, du musst dir vorstellen, dein gesamtes Volumen an Ausdauer, das du hast, steckt in so einem voll aufgeblasenen Luftballon. Ja? Du hast einen richtig großen Luftballon, der ist randvoll aufgeblasen und dann mit jedem Körpertreffer, mit jedem harten Körpertreffer, den du zum Beispiel bekommst, macht man diesen Luftballon ein bisschen auf und lässt ein bisschen Luft raus, ne? Bei so einem richtig harten Körpertreffer oder bei so einem ganz besonders, bei so einem richtig ekelhaft harten Tieftreffer
ist es so, als hätte jemand gefühlt die halbe Luft aus diesem Luftballon rausgelassen und ihn dann erst wieder geschlossen. Bedeutet, auch wenn die Schmerzen weg sind, deine Ausdauer ist aber, die ist weg, die kommt nicht wie einfach so wieder zurück. Das hinterlässt richtig Spuren, also spürbare Spuren auf dich im Verlauf des Kampfes. Kann sein, dass er die restliche Runde dann noch vielleicht fit gewesen und weitergekämpft hätte, aber dann wäre er vielleicht in der zweiten Runde komplett erschöpft gewesen, vielleicht in der dritten Runde komplett erschöpft gewesen, weil ihn einfach dieser Treffer so viel abverlangt hat. Also ich finde nicht, dass man Roberto Soldic hier irgendwie was vorwerfen kann dafür, dass er den Kampf einfach nicht weitermachen wollte, weil, wie gesagt, auch wenn es vielleicht von den Schmerzen her gegangen wäre, aber taktisch wäre das halt einfach dumm. Bei seinem Debüt einen Kampf dann möglicherweise nur zu verlieren, als Folge von so einem Treffer wäre halt einfach Blödsinn. Schade natürlich für die ganzen Fans, die sich jetzt extrem auf diesen Fight gefreut hatten. Wir müssen halt jetzt warten, bis Soldic wieder fit ist, sich dann wieder fit macht auf ein Rematch und mal sehen, wann die vielleicht gegeneinander kämpfen. Schreibt eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Das war ein ganz kurzes Video, ganz kurze Analyse und Reaction zu diesem Ding. Und wenn euch das Video gefallen hat, checkt auf jeden Fall dieses Video. Das sollte euch auch gefallen. Und bis dahin bleibt alle gesund. Passt auf euch auf. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.